Ich bin in Zürich geboren. Und wie ich 5 war, bin ich auf Israel gegangen und dann bin ich dort geboren. 2006 bin ich auch zu Lützebüsch. Mein Name ist ein baskischer Name und ein nur so ein Wallfahrtsort. Und der Name war verboten bis 1975, bis zum Tod von Franco. Und noch 1975 bis 1980 sind alle baskisch medischer und der Name kriegt von Ainur. Und dafür bin ich auch in Ainur. Ich darf nicht so denken, dass den Fußstapfen von einem anderen ausfüllt, weil dann kann ich das nicht, weil wir sind komplett anders, den Claude Frissonnier nicht. Ich schätze ihn wirklich sehr. Aber ich bin auch viel mehr jung und ich bin eine Frau und ich komme auch von wo ganz anders. Ich bin ganz frankophon und ich bin mehr germanophon. Und dafür, so sind ich dort auch gegangen und ich meine, dass das auch richtig weh. Die Herausforderung ist komplett anders. Das stimmt viel mehr groß. Mit hat auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mit den Studien, kann man sich denken, dass wir viel mehr an Residenzprogrammen schaffen. Und das muss unbedingt ausgebaut gehen. Was auch noch ausgebaut muss gehen, ist die Parvi zu nutzen, nicht nehmen für Omni-Festival, mir auch eventuell in der Zukunft so mittelfristig mit Zirkusprogrammen und so, dass auch mehr Jugendliche an der Partei kommen. Heute bin ich immens aktiv, Szene fand, wirklich immens aktiv. Auch die Künstler, Künstlerinnen, die hier arbeiten, mir auch was invitiert wird. Und kann in das wirklich vergleichen mit dem Ausland. Was klar ist, ist, dass wir hier also immer beschweren, dass wir viel zu viel haben und so weiter. Das kann ich nicht wirklich bestätigen. Natürlich haben wir wirklich viel und eventuell nicht genug Publikum am Moment. Aber wenn ich das vergleiche, zum Beispiel mit Wien, wo pro Abend in 4 verschiedenen Theaterstücke angucken kann, ohne sich jemals zu wiederholen, kann ich sagen, dass wir hier noch wirklich weit weg sind davon. Das ist ein großes Thema im Moment, ein bisschen zu groß mit der Krise und so weiter, und alle schwätzen davon. Jetzt muss ich auch wirklich aufpassen damit, weil sonst können wir so eine Coca-Cola-Kultur haben. Das heißt, dass dann Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder so etwas sponsert. Und dann müssen Künstler, Künstlerinnen das machen, was der Großkonzern will. Und dafür müssen wir wirklich aufpassen. Und dafür ist es mega wichtig, dass auch Subsidien kommen vom Staat. Und dass sie nicht aufgebaut gehen, sondern dass auch Künstler, Künstlerinnen Freiheit tun, das zu machen, was sie wollen und was von ihnen könnt. Dass das wirklich eine Tendenz im Moment gibt, weil es doch so viel kommerzielle Kunst gibt. Aber dafür ist es auch wichtig, dass wir wirklich auch Avantgarde-Kunst weisen, dass wir auch Sachen weisen, die wehtun, die aufrufen zu denken. Ich denke da auch immer an so feministische Kunst zum Beispiel, die so ein bisschen radikaler, performativ. Natürlich verstehen schon, dass so Sachen wie Musicals dann auch gern geguckt gehen. Und dass Leute sich auch nur der Arbeit auch in der Halle wollen und dann wirklich ausruhen und so weiter. Mit froh ist, ob wir als Kulturschaffende nehmen das erwähnen sollen, weil dann ist natürlich froh, ob wir dann wirklich Subsidien brauchen, wenn wir nehmen kommerziell Kunst machen, die gefährlicher ist und wo die Leute glücklich sind, aber wo sie sich nicht verändern, wo sie nicht dann nur denken, wo sie dann nicht für daheim etwas mitholen. Frau als Objekt an der Tele, an der kommerziellen Tele, ist ganz furchtbar. Also das kann ich nicht angucken. Also dafür brauchen wir unbedingt eine subventionierte Tele. Und dafür ist es wichtig, dass auch die Steuersummen an subventionierte Tele gehen.
Also da denken wir natürlich alle an Arte, Chlor, aber auch an ZDF Kultur, sind pur Sender, auch was A3-Sat gewesen wird. Aber natürlich war es so, ob Sat1 oder RTL Deutschland lebt, das geht überhaupt nicht. Also da weisen sie nehmen Frauen sowieso ein Bikini, waren überhaupt und so weiter. Und, das weiße Bild von der Frau, den ich überhaupt nicht will, dass mir das für unsere Kinder weiter drohen. Also das Bild von der Frau, die nehmen Objekt aus. Sierra Hustvedt zum Beispiel, die Schriftstellerin aus den USA, inspiriert mich wirklich. Die Frau ist wirklich so ein Frau, die wirklich auch für Frauen schreibt, mehr auch für Männer, mehr auch ganz viele Themen, die auch Frauen umgehen. Dann im Theaterbereich, all Werke, die ich gesehen habe von Luc Perceval, waren immer für mich sowieso top of the top. Und was ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz interessant fand, als da bist von Jérôme Bell, den Konzept-Choreograf, den möchte, den thematisiert immer Tanz als solches. Im Bereich von der bildenden Kunst fand ich da bist von Catherine Laurent immens interessant, und auch mutig, und auch anders wie alles, was hier gewiesen wird. Von den Regisseurinnen, die Carole Lorang, da fand ich die als eng von den Besten hier im Land. Möchte wirklich etwas anderes. Ich muss so nur dem Berenice, da, wenn ich war dort im November oder und ich gekreist, das war so schön, das war also. Und, ja, also ich muss so in die zwei Damen da sind für mich die groß rauskommen, da sind noch viel mehr. Also ich kann nicht alle optieren.